Und ich war damals sehr traurig darüber, dass er sehr, sehr, sehr spät, als man es gar nicht mehr vermeiden konnte, sich Neutestamentler, die ja wussten, dass das wirklich unmittelbar, wenn man sich ein bisschen auskennt, Unsinn ist, richtiger Unsinn, dass die sich praktisch nicht zu Wort gemeldet haben, weil sie sich ein bisschen zu fein dafür waren. Das ist genau das. Also wenn man Apologetik betreibt, muss man sich gelegentlich auch mit Dummheiten die Hände schmutzig machen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Glaube und Gesellschaft. Heute mit mir im Studio ist Niklas Walder und wieder einmal Martin Brüske. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du warst in der letzten Folge schon mit dabei, wo wir über Nahtoderfahrung gesprochen haben und wo wir versucht haben, da so ein bisschen eine theologische Einordnung zu machen und zu fragen, inwiefern Nahtoderfahrungen eigentlich ganz gut mit dem Christentum, mit christlicher Theologie auch übereinstimmen. Und heute wollen wir mit etwas Neuem anfangen. Wir werden uns in den nächsten Folgen mit christlicher Apologetik beschäftigen. Und heute wollen wir darüber sprechen, was christliche Apologetik eigentlich ist. Aber es ist natürlich nicht einfach ein Zufall, dass wir jetzt Apologetik machen, nachdem wir über die Nahtoderfahrung gesprochen haben, weil viele Themen aus der Serie zu Nahtoderfahrungen auch jetzt wieder virulent werden. Es ist interessant, dass viele Erfahrungen gemacht werden, die eigentlich mit der Bildsprache des Neuen Testamentes, des Alten Testamentes, mit der Bildsprache der Tradition, der Kirche unglaublich gut übereinstimmt in manchen Punkten und trotzdem wird diese Verbindung nicht hergestellt zum Christentum. Und ich glaube, dass wir haben schon darüber gesprochen, was dort ein Problem ist, dass das Christentum, der christliche Glaube wird als Möglichkeit nicht mehr wirklich ernst genommen. Und vielleicht können wir hier einsetzen. Also inwiefern brauchen wir so etwas wie eine Apologetik, damit diese Möglichkeit vielleicht wieder ernst genommen werden kann? Also ich glaube, Nikolas, damit hast du eigentlich schon einen ganz wesentlichen Punkt benannt und auf den Punkt gebracht. Weil Apologetik ist immer auch ganz wesentlich öffentliche Verantwortung des Christentums. Das heißt, Apologetik richtet sich nicht nur an den, oder nicht einmal primär an den theologischen Binnendiskurs, obwohl auch diese Dimension da ist, aber die dann in unseren Regionen eher als Fundamentaltheologie bezeichnet wird. Aber die eigentliche Apologetik wäre genau die Darstellung, die Verteidigung des Christentums als eine heute intellektuell redliche Möglichkeit angesichts der Einwände, die man dagegen machen kann. Mhm. Das heißt, Apologetik hat eben auch immer eine solche klärende Funktion. Und wenn wir gesagt haben, von der Nahtoderfahrung her stellen sich eine Menge Fragen. Zum Beispiel, was und wer ist der Mensch? Mhm. Ne? Mhm. Reicht ein naturalistisches Weltbild aus, ein physikalistisches oder naturalistisches Weltbild, um Nahtoderfahrungen zu erklären und so weiter? Oder ist vielleicht tatsächlich so etwas ein Hinweis darauf, dass es mehr gibt? Nicht? Also, dass der Mensch mehr ist als das, was sich naturalistisch beschreiben lässt. Das wäre zum Beispiel schon ein klassisches Thema von Apologetik. Und dann in diesem Bereich auch Klärung zu geben, in dem weltanschaulichen Suchen von Menschen, die darüber nachdenken, weil sie entweder eine Erfahrung solcher Art gemacht haben oder eben sich dafür interessieren. Das wäre eine Aufgabe auch im guten Sinne von Apologetik. Mhm. Nicht einer öffentlichen Verantwortung des Christentums. Und in der Tat, wir sind, was du jetzt, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich auch sehr, sehr wichtig und auch fordernd, wirklich herausfordernd. Wir sind, glaube ich, zum ersten Mal religionssoziologisch in einer Situation bei uns, wo für die meisten Menschen, wie du gesagt hast, das Christentum eigentlich als intellektuell existenzielle Möglichkeit fast nicht mehr auftaucht. Mhm. Mhm. Wo also, wenn du, und das ist ein Prozess, der hat sich in den letzten Jahrzehnten
immer stärker beschleunigt, aber wir sind inzwischen wirklich an diesem Punkt. Das ist natürlich eine lange Entwicklung, die geht Jahrhunderte zurück, die fängt mit ganz kleinen intellektuellen Eliten an und hat dann verschiedene Wachstumsstufen, aber wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo das ein durchgehendes Breitenphänomen ist. Mhm. Ja. Wo du im Grunde genommen immer das Gefühl hast, wenn du gefragt wirst, dass du unmittelbar in der Rechtfertigungspflicht bist, zu sagen, wieso du so einem verrückten Verein etc. noch angehörst. Also es ist nicht mehr die selbstverständliche Position, auf die man einfach zurückfällt. Und das war es ja jahrhundertelang. Und mittlerweile scheint es wirklich so zu sein, als wäre die selbstverständlichere Position in Richtung vielleicht des Agnostizismus zu gehen oder vielleicht sogar eines Atheismus, zumindest eines praktischen Atheismus, dass man lebt, denkt und einfach handelt, als ob wir jenseits von Gott wären oder als ob Gott jenseits von uns ist vielleicht. Also so eine Position würde ich festmachen, ganz stark im Bereich der weltanschaulichen Eliten. Sei es im Bereich der Wissenschaften, sei es im Bereich der Medien und so weiter. Aber eben auch, und das ist etwas, was mich mindestens genauso beunruhigt, auch Menschen, die spirituell suchend sind, die auf dem Weg sind, die eine Ahnung davon haben, dass dieses naturalistische Weltbild vielleicht nicht alles sein kann, die finden nicht den Weg zum Christentum. Also sie finden, natürlich gibt es immer wieder welche, aber das ist klar. Aber es ist eben in keiner Weise selbstverständlich, dass man dann da rauskommt. Und bevor uns jemand in den Kommentaren jetzt korrigiert, dass wir zu westlich zentriert sind, wir sprechen hier dezidiert über die westliche Welt, weil es die Welt ist, in der wir sind. Und in anderen Teilen ist es natürlich ganz anders, auch von der Weltanschauung her. Aber uns geht es ja genau um die verantwortete Plausibilisierung des christlichen Glaubens innerhalb unserer Weltsituation oder der westlichen Situation. Ja, ganz genau. Also wenn ich vorhin von Öffentlichkeit und öffentlicher Verantwortung gesprochen habe, dann ist diese Öffentlichkeit ja immer eine konkrete. Unsere Öffentlichkeit ist die Öffentlichkeit in den gesellschaftlichen Formationen und Diskursen hier in Mitteleuropa, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, im deutschsprachigen Raum, vielleicht noch etwas weiter. Ja. Aber selbst wenn ich dann schon im europäischen Raum muss ich differenzieren. Ja. Nicht? Ja. Ja. Das heißt, letztlich ist das immer konkret und damit sind wir bei einer zweiten Dimension, die ich für ganz wichtig halte. Man darf meines Erachtens Apologetik nicht über, aber auch nicht unterschätzen. Aber sie hat sozusagen neben der öffentlichen Funktion auch eine individuelle. Vielleicht ist das auch nochmal der Punkt, wo die Kirche auch sich fragen muss, ob sie da wirklich kompetent ist. Nämlich Menschen, konkrete individuelle Menschen in ihrer Suche zu begleiten. Weil natürlich wir theologisch sagen müssen, und auch meine eigene Erfahrung entspricht dem, Apologetik, Apologie, Fundamentaltheologie, wir müssen über die verschiedenen Dimensionen noch reden, erzeugt nicht Glauben, sondern Apologetik kann eine und soll eine Hilfe sein, jemanden, der sich auf dem Weg findet, der sucht, der auf dem Weg ist, dass Gott ihm eine Wirklichkeit wird. Das ist, also Romano Guardini hat das in einem Büchlein vom Leben des Glaubens wunderbar beschrieben. Denn der Weg zum Glauben ist der Weg der Wirklichwerdung Gottes. Nicht, also das für mich subjektiv, für mich als Subjekt Gott wirklich wird. Und auf diesem Weg, da gibt es unter Umständen, auch nicht immer, aber oft eben auch intellektuelle Blockaden. Und die seelsorgerliche Aufgabe, und es gibt diese seelsorgerliche Aufgabe eben auch der Apologetik, die seelsorgerliche Aufgabe von Apologetik wäre genau zu helfen, diese intellektuellen Blockaden zu lösen. Nicht? Also wieso ist das Christentum eben überhaupt eine Möglichkeit? Also ich spüre irgendwie, da ist was und es zieht mich sogar an. Aber gleichzeitig schrecke ich zurück, weil ich sage, diese Kirche ist eine Organisation, deren Geschichte so grauenhaft grausam ist.
dass es im Grunde genommen unmöglich ist. Also wenn, dann geht das nur an der kirchlichen Gemeinschaft vorbei. Oder ich habe eben, das kann doch alles, das ist doch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Und solche Dinge mehr, weil das und das und das und das. Ne? Oder, und ganz, ganz konkrete Fragen wie zum Beispiel, wie können wir wissen, dass das Zeugnis der Evangelien über Jesus von Nazareth so zuverlässig ist, dass ich mich da lebensmäßig drauf einlassen kann. Also wenn wir nochmal ganz kurz aufs Feld 1 gehen, nochmal ganz deutlich sagen, was ist Apologetik, damit wir da alle abholen. Apologetik ist die Verteidigung des Glaubens auf der Bühne der Vernunft oder des Intellekts, klassischerweise. Genau. Und jetzt in dieser Zeit, wo wir sehen, dass das Christentum einen starken Bedeutungsverlust erleidet, wäre das quasi die Aufgabe der Apologetik, hier in den Diskurs einzutreten mit der Gesellschaft und ihrer Zeit. Ganz genau. Also sozusagen insofern eben auch noch mal westliche Welt, Mitteleuropa, deutschsprachiger Raum. Das Christentum hat die Verantwortung, auf konkrete Fragen konkret zu antworten. Das ist vielleicht auch etwas, wo wir sozusagen zu stark gerade hier in Mitteleuropa und in der Art, wie wir Theologie treiben, sozusagen ein bisschen in der eigenen Blase drinstecken, in der eigenen Reflexionsblase. Das ist auch nötig. Es gibt also eine Notwendigkeit der Selbstklärung auch von Theologie, die wir im Blick auf ihre rationalen Grundlagen, die wir Fundamentaltheologie nennen. Und das ist absolut nötig und grundlegend. Und auch grundlegend für jede apologetische Arbeit und für jede Apologie des Christentums. Da müssen wir auch nochmal schauen, wie man das vielleicht unterscheiden kann. Aber eben, was wir vielleicht, weil wir zu lange zu selbstverständlich waren oder die Funktion der Kirchen zu lange zu selbstverständlich gewesen ist, fällt diese, also zumindest für den Bereich der Großkirchen, diese apologetische Dimension oft aus. Mhm. Das heißt also, es wird nicht konkret auf Konkretes geantwortet. Nicht? Mhm. Also, ich will nur ein Beispiel nennen. In den 90er Jahren gab es ein Buch von zwei britischen Autoren, das hieß Verschlusssache Jesus. Da ging es um Qumran. Es war eine heiße Story, da war nichts dran. Dan Brown hat sich dann ein bisschen in diese später eingehakt. Aber dieses Verschlusssache Jesus, das so die These hatte, also in Qumran gab es Texte, die im Grunde genommen dem kirchlichen Christentum den Boden entziehen und der Vatikan unterdrückt sie. Mhm. Dieses Buch war nicht nur ein Bestseller, sondern es war öffentlich in aller Munde. Und hat eine enorme Wirkung erzeugt. Und ich war damals sehr traurig darüber, dass erst sehr, sehr, sehr spät, als man es gar nicht mehr vermeiden konnte, sich Neutestamentler, die ja wussten, dass das wirklich unmittelbar, wenn man sich ein bisschen auskennt, Unsinn ist, richtiger Unsinn, dass die sich praktisch nicht zu Wort gemeldet haben, weil sie sich, ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch zugespitzt, es verzeihe mir jeder aus der Zunft, aber ich sage es mal polemisch zugespitzt, weil sie sich ein bisschen zu fein dafür waren. Das ist genau das. Also wenn man Apologetik betreibt, muss man sich gelegentlich auch mit Dummheiten die Hände schmutzig machen. Mhm. Also weil sie einfach fanden, das ist so niveaulos. Da muss man sich eigentlich nicht drum kümmern, das ist doch völlig klar. Ähnlich ging es, als der neue Atheismus hochkam mit den Büchern von Dawkins, Harris und so weiter. Ich habe mit vielen Theologen gesprochen, die sagen, das ist mir ein, da setze ich mich nicht mit auseinander oder muss ich mich gar nicht auseinandergesetzt haben. Ich habe selbstverständlich reingeguckt, weil mir das effektiv zu dumm ist. Mhm. Ja? Aber das ist die Perspektive eines Fachwissenschaftlers. Mhm. Und die ist an der Stelle gefährlich, weil es für viele Menschen eine Herausforderung ist, weil sie mit Argumenten, mit Scheinplausibilitäten konfrontiert sind, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man gleich eine Antwort darauf weiß. Mhm. Nicht? Mhm. Da wäre es schon eine Hilfe gewesen. Also die apologetische Aufgabe der Kirche oder auch der Theologen wäre die vernünftige Verantwortung des Glaubens nach außen, ja, also in unsere Kultur hinein.
Jetzt, was, also ich glaube, wir sind uns einig, wir leben in einer Zeit, in der es unabdingbar ist, dass wir Apologetik wieder betreiben. Man kann das ganz verschieden machen, man kann es auf jeden Fall auch falsch machen. Und deshalb vielleicht, was sind Voraussetzungen für die apologetische Aufgabe? Ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben und die können wir vielleicht darüber sprechen und sie auch erweitern. Erstens, das Wichtigste würde ich mal sagen, ist Demut. Also, dass der Apologetiker oder dass der oder die Christin demütig in dieser Öffentlichkeit auftreten. Auch wenn im Gespräch zum Beispiel, in Debatten, Diskussionen, aber auch sonst, dass man sich nicht bewusst ist, dass das, was man glaubt, auch irgendwie sinnvoll ist und dass man einen Wahrheitsanspruch hat, sondern dass man sich bewusst ist, dass man auch nicht alles weiß und nicht zu allem eine Antwort hat und auch nicht alles wissen muss. Das Zweite, was ich für sehr wichtig erachte, ist, die Zeichen der Zeit lesen zu können. Also, dass man die eigene Kultur wirklich kennt, in der man drin ist. Und das Dritte wäre dann natürlich wissen, was man glaubt, damit man das irgendwie in Zusammenhang bringen kann. Was würdet ihr sagen? Also erstmal würde ich sehr nachdrücklich zustimmen. Auch wenn ich würde hinzufügen, Demut schließt Deutlichkeit nicht aus. Ja. Ja. Weil eben, man muss Dinge auch mal benennen können, aber man muss sie auf eine gewisse Weise dann auch benennen können, die vor allen Dingen eben ernst nimmt, dass Menschen diese Fragen wirklich stellen. Man sollte diese Fragen, die Demut, die intellektuelle Demut liegt erstmal darin, dass ich wirklich sehe, dass da Knoten sind und diese Knoten gelöst werden müssen. Und ob das gelingt, dann oft noch eine offene Frage ist, weil es dann doch im Zusammenspiel der Verknotungen letztlich und endlich doch immer um letzte Fragen geht. Mhm. Und letzte Fragen sind nicht öffentlich lösbar. Ich kann helfen, dass jemand eben die eigene Option, dass er den Weg zur eigenen Option findet, aber ich kann ihm nicht eine bestimmte Position andemonstrieren. Das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn meine Argumentation logisch schlüssig ist, also auch wirklich korrekt und so weiter, sind bei diesen letzten Fragen so viele existenzielle Faktoren und so viele andere weitere Fragen noch im Spiel, dass ich nur eben die Hilfe bieten kann, diese Knoten zu lösen auf einem längeren Weg. Das heißt, für mich wäre auch ganz wichtig, Apologetik, besonders auf der individuellen Ebene, aber durchaus auch öffentlich, also in der öffentlichen Funktion, einzubetten in dem Bewusstsein von einem geistlichen Prozess. Also Menschen, das Christentum ist nicht nur einfach eine abstrakte Frage über wahr und falsch. Mhm. Ne? Sondern es geht um einen Weg, den Menschen gehen, letztlich zur Innewerdung der Wirklichkeit Gottes und dass sie sich dann im Glauben daran binden können. Nicht? Und da hinein kann und muss Apologetik eine Hilfe sein bei den Sachen, die hier auftauchen an Schwierigkeiten. Mhm. Ich würde sagen, deshalb gehört, da würden mir manche jetzt es gibt so streng reformierte Schulen der Apologetik, die würden mir jetzt nicht zustimmen, die so sagen, das Verhältnis ist von Anfang an asymmetrisch. Da muss man auch drüber nachdenken, da ist mehr dran, als im ersten Augenblick vielleicht aufscheint. Aber ich würde auch sagen, wir bewegen uns hier auch ganz stark immer im Bereich der philosophischen Vorbereitung. Des Glaubens, also der philosophischen Vorhalle, wenn man so will, der philosophischen Annäherung. Nicht? Also ich kann eben wirklich den letzten Schritt nicht erzeugen. Ich kann auch, das ist meine Überzeugung auch mit Thomas von Aquin, die Geheimnisse des Glaubens sind nicht rational demonstrierbar. Mhm. Aber ich kann die Einwände, die sich dagegen stellen, die kann ich auflösen. Ja. Nicht? Und insofern bin ich dann in einem, also das heißt, der Apologet muss in zwei Feldern, glaube ich, stark sein. Im Bereich der Philosophie und im Bereich aber auch der Geschichte.
Weil ganz viele Einwände richten sich auf geschichtliche Zusammenhänge. Also eine reine Religionsphilosophie ist auch immer ein bisschen gefährlich. Wo komme ich dann hin? Weil wir reden im Christentum über Ereignisse. Nicht? Und über Ereignisse, die im Raum der Geschichte stattgefunden haben und die entweder eine Plausibilität haben oder keine. Nicht? Und deshalb sind diese beiden Geschichte und Philosophie ganz elementare Voraussetzungen, Apologetik zu betreiben. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben vorhin von Demut und Deutlichkeit gesprochen. Und die Frage, die mich bewegt, steht bei Apologetik auch etwas auf dem Spiel? Also kommen wir da mit einem extrem robusten Glaubensverständnis und Glaubensgebäude hin, das nicht angetastet wird, und wir liefern quasi einfach Antworten auf Fragen quasi der Gesellschaft, eher so Bildungsarbeit oder Verkündigung, und das macht rückwirkend nichts mit dem eigenen Glauben, oder steht auch etwas auf dem Spiel, wenn da Fragen an den Glauben kommen, dass man wie in einen Diskurs tritt mit der Gesellschaft und auch um Fragen ringt, wo die Antworten nicht gerade auf der Hand liegen, oder wie würdest du das bewerten? Also ich würde geradezu sagen, die Demut, die dann dir auch Deutlichkeit wiederum erlaubt, ist genau eine, die diese Fragen so ernst nimmt, dass sie sie an sich selber ranlässt. Also man muss die Bereitschaft haben, glaube ich, sich anfechten zu lassen. Und das ist auch klar, weil es geht um letzte Fragen. Weil es gibt eine letzte Gewissheit des Glaubens, die letztlich und endlich auch in der spirituellen Praxis ruht, die vielleicht dadurch jetzt nicht unmittelbar angefochten wird. Mhm. Aber ich muss die Schwierigkeiten wirklich auch als Schwierigkeiten sehen. Ich muss die Schärfe einer Theodizee-Frage sehen. Ich muss die Frage sehen, ja, wie komme ich denn jetzt? Und auch merken, zum Beispiel, wie komplex Fragen werden, wenn der ganze Rahmen weggebrochen ist. Mhm. Nicht? Also wenn ich sozusagen mich an die Frage, ist Jesus von Nazareth auferstanden, erstmal herantasten muss über das Bewusstsein ganz vieler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, dass dieser Jesus von Nazareth wahrscheinlich gar nicht existiert hat. Ne? Und dass sie darüber etwas wissen und welche, wie, ne? Da kommt eine solche Fülle von Fragen rein, dass man bestens verstehen kann, dass man daran erstmal scheitert und man nicht Schnipp machen kann und dann sind die Fragen alle schon weggezaubert, sondern da muss man lange, lange Wege gehen. Aber wir haben vielleicht auch tatsächlich zu lange, zumindest die Großkirchen, muss immer von den Großkirchen reden, zumindest die Großkirchen haben zu lange vielleicht geglaubt, sie sitzen noch so fest im Sattel, dass sie das eben nicht nötig haben. Und das war ein ganz, ganz, ganz großer Fehler. Mhm. Ja. Ganz, ganz groß. Das macht es nicht allein, aber das ist eine wesentliche Dimension. Also wenn ich sehe, dass, wie gesagt, und ich sage auch mal nicht aus Bosheit oder so, sondern weil diese Redakteure diese Überzeugung haben, wenn jedes Jahr über Jahrzehnte hinweg vor Ostern und vor Weihnachten im größten deutschen Nachrichtenmagazin, dem Spiegel, ein Artikel war, wo am Ende kein Stein auf dem anderen blieb, wo du als Theologe natürlich gesagt hast, und man lässt die Leute damit alleine, ne? Dann muss man sich nicht wundern, wo man am Ende rauskommt. Ja. Was wäre, ich meine, das haben wir natürlich auch schon ein bisschen besprochen, aber was wäre das Ziel von Apologetik? Und da bin ich auch in der Literatur, da bin ich immer wieder über eigentlich zwei Ziele gestoßen, eines negativ und eines positiv. Also das negative Ziel wäre, dass man Angriffe dekonstruieren kann, respektive auf Angriffe antworten und auch die Gegenposition bis zu einem gewissen Grade aufzeigen kann, dass die Voraussetzungen vielleicht nicht stimmen oder dass die Vorannahmen nicht stimmen, so dass man zumindest diese Asymmetrie in die andere Richtung nicht mehr hat. Man könnte auch sagen, wie wir schon vorhin darüber gesprochen haben, dass es darum gehen würde, intellektuelle Blockaden zu lösen. Das wäre das Erste. Und die positive Seite von Apologetik muss natürlich auch sein, dass man positive Gründe für die eigene Stellung, für den eigenen Glauben vorbringen kann. Würdest du da zustimmen in dieser doppelten Funktion? Unbedingt. Und da würde ich auch noch mal, da würde ich genau auch die Differenz machen in den Begrifflichkeiten, die teilweise Materialiter sich auf dasselbe beziehen, aber das Ganze jeweils unter einem unterschiedlichen Gesichtspunkt anschauen.
wenn ich, ich habe ja eben betont, Apologetik, die Arbeit der Apologetik ist auf konkrete Fragen konkret zu antworten. Heißt aber auch, ich bleibe immer sozusagen in der Diversifizierung, in einer Pluralität, viele Einzelfragen und so weiter, zeigt sich vielleicht kein Gesamtbild. Ich würde jetzt genau sagen, das ist die Aufgabe einer Apologie des Christentums heute. Nämlich, dass ein dafür begabter Mensch schaut, wie sieht denn unsere geistige Situation, unsere gesellschaftliche Situation aus. Nicht? Also wo hat der christliche Glaube heute den Punkt, wo seine Plausibilität aufscheinen kann? Mhm. Also das wäre weniger die Frage eben, wie ist das mit den Kreuzzügen und der Hexenverbrennung oder ist Jesus auferstanden und so weiter und so weiter. Das kann alles mit reinspielen, aber sondern eher die Frage, wo in der heutigen gesellschaftlichen Formation hat das Christentum einen Ort, wo es die Chance hat, plausibel zu werden. Mhm. Weil es geht eben in der Tat auch um diese positive Plausibilität, die den Glauben nicht ersetzt, die das nicht ableitet, die Glaubensmysterien nicht auflöst. In rationale Schlüsse, aber die sagt, das ist etwas, was konsistent ist, was eine Einladung darstellt, auch für einen intellektuell wachen Menschen und so weiter. Das ist eine konsistente Weltanschauung. Wir sind ein bisschen auf der Ebene der Weltanschauung, nicht? Also der Weise, wie ich Wirklichkeit wahrnehme, und da bietet mir diese große Erzählung des Christentums eine Möglichkeit, viel von der Wirklichkeit zu erfassen. Nicht. Das wäre Apologie. Und die dritte Dimension, das ist in der Tat der christliche Glaube selbst. Also ich gehe in der Apologetik und in der Apologie ja nach draußen. Aber bevor ich diesen Schritt nach draußen mache, gehe ich auf sozusagen auf die Schwelle der Theologie selbst, auf die Reflexion des Glaubens, der Selbstreflexion des Glaubens auf seine rationalen Grundlagen. Mhm. Das ist das, was man im deutschsprachigen Raum dann als Fundamentaltheologie bezeichnet. Fundamentaltheologie, anders als die Dogmatik, eine Schwellenwissenschaft ist. Eine Schwellenwissenschaft, die sozusagen auf der Schwelle zwischen Vernunft und Glaube steht und den Glauben im Rücken hat, aber nach draußen guckt. Nicht? Und fragt, auf welchen Grundlagen steht jetzt eigentlich das, was wir dann dogmatisch innerhalb des Glaubens reflektieren. Nicht? Mhm. Und alle drei sind wichtig. Alle drei Dimensionen sind wichtig und meines Erachtens auch unverzichtbar. Nicht, also die Theologie muss sich auf sich selbst reflektieren. Da kann ich sozusagen, da bin ich am stärksten bei mir selbst. Oder die Wissenschaft oder die Theologie als Wissenschaft ist bei sich selbst und reflektiert auf ihre eigenen Grundlagen. Und auf dieser Basis schaue ich in die Gesellschaft hinein, wie ist die formiert, was sind die Strukturen, die heute entscheidend sind und die ein anknüpfendes Gespräch möglich machen, von der Hoffnung, die uns trägt, und schließlich und endlich die konkreten Fragen, die zu beantworten, die Menschen heute an den christlichen Glauben richten. Etwas Wichtiges, du hast es jetzt nicht so direkt gesagt, aber es klingt an, in dem, was du sagst, wo scheint das Christentum heute als plausibel auf? Da klingt ein bisschen an, wie Apologetik kontext- oder zeitaffin sein muss, oder? Dass ja quasi die Aufgabe der Apologetik durch die Jahrhunderte grundsätzlich in der Grundstruktur eine ähnliche ist oder dieselbe ist. Aber je nach Zeit und je nach Gesellschaft, wo wir uns darin bewegen, anders auf die Gesellschaft reagieren muss. Andere Fragen sind virulent, andere Themen und andere Probleme. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch, dem wollen wir auch ein bisschen nachgehen noch in den nächsten Episoden. Und ich glaube, das ist auch sehr spannend zu sehen, dass am Anfang der Theologie eigentlich die Apologie einen ganz zentralen Stellenwert einnahm, weil sich die Christen klar werden mussten, was glauben wir eigentlich, wenn solche Anfragen von außen kommen. Und ich glaube, das ist sehr interessant, und da werden wir nächste Folge werden wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen, also mit der frühen Kirche. Und wie die geglaubt hat und wie die Apologetik betrieben hat. Da hat ja tatsächlich Apologie, ohne was vorwegnehmen zu wollen, eben ganz stark, was wir vorhin auch gesagt haben, den Charakter der öffentlichen Verantwortung. Ja. Da adressiere ich einen Text beispielsweise wirklich an den Kaiser. Nicht, dass wenn das, das mag fiktiv sein, aber ich weiß es nicht, was die Patristiker dazu heute sagen. Aber
Und zwar gerade in einer Zeit, wo das Römische Reich relativ stabil ist. Ja. Also gerade in der antonianischen Epoche im 2. Jahrhundert, Adoptivkaiser. Wo Menschen zum Christentum finden, die wie ein Justin halt durch alle möglichen philosophischen Schulen gegangen sind, aber darin keine Befriedigung gefunden haben. Ja. Jetzt aber so versuchen zu sagen, wieso ist dieses Christentum plausibel? Ja. Und etwas, was mich auch fasziniert, ist, dass die Reflexion auf den Glauben und die intellektuelle Verantwortung des Glaubens im Christentum einen unheimlich starken Stellenwert von Anfang an einnimmt. Ja. Und zwar fast einzigartig, muss man sagen. Also die Mysterienreligionen rundherum, die hatten auch eine innere Logik, aber da ging es vor allem um den Vollzug eines Kultes. Und das Christentum hat immer schon mitgedacht, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet diese Auferstehung? Was bedeutet es, dass dieser Mensch hier auf Erden war und getan hat, was er getan hat? Und das ist schon sehr speziell, und ich finde es auch interessant, dass heutzutage dann eben das Christentum häufig als sehr unvernünftig angeschaut wird, obwohl es historisch gesehen die Ebene der Erfahrung und der Vernunft immer sehr nahe beieinander hatte. Mhm. Auf all das kommen wir natürlich zurück. Das ist jetzt nicht fertig, wo wir hier sind, sondern wir werden auch die intellektuellen Infragestellungen anschauen, also zum Beispiel historische Infragestellungen über die Heilige Schrift, aber auch vor allem über Fragen nach Gewalt, nach Verfolgung und selbstverständlich moralische Infragestellungen und naturwissenschaftliche Infragestellungen. Also wir werden auf diese Einzelfragen auch noch eingehen in einigen der nächsten Folgen. Aber ich glaube, das war jetzt mal eine spannende Einordnung dessen, was Apologetik überhaupt ist oder sein soll oder sein könnte. Und ich glaube, das ist wichtig, weil heute oder im Moment ist die Apologetik natürlich nicht mehr ganz so im öffentlichen Diskurs, wie sie es war 2005 bis 2010 vielleicht, als die neuen Atheisten aufgekommen sind. Da war es wirklich in aller Munde und alle kannten Sam Harris und alle kannten Richard Dawkins und Christopher Hitchens. Und man wusste irgendwie, wer die sind und was sie sagen. Und da wurde man natürlich auch herausgefordert als Christ, weil da kamen dann die Leute und haben gesagt, ja, offensichtlich ist das doch Blödsinn, weil Christopher Hitchens hat es doch gut gesagt und so weiter. Und im Moment ist das so ein bisschen abgeflacht. Da hat sich einiges verschoben. Aber ich glaube, die Aufgabe bleibt wichtig und deshalb wollen wir uns damit auseinandersetzen. Was glaubt ihr? Findet ihr, Apologetik ist eine wichtige Aufgabe der Kirche? Schreibt es uns doch in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.